Nun, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das schon gemacht haben. Naja, Sandball. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Wir suchen jetzt mal hier die letzten Kalbersteine, die letzten drei. Und dann auch hoffentlich die letzten Charaktere. Wie viele sind das? 10 Stück noch. Sind 5 Kalbersteine. Die werden aber gerade nicht alle angezeigt. Kann man hier rein? Kann man. Ja, wir könnten ja mal kurz wieder den Sith wechseln. Zu diesem Kylo Ren. Du weißt, weshalb ich hier bin. So, allerdings geht es von hier aus nicht dort vorne zu diesem Kalberstein. Dann müssen wir dafür einen anderen Weg suchen. Aber natürlich auch nicht zu lang brauchen. Okay, dort oben ist es. Aha, okay, hier geht's hoch. Oh, das ist dort vorne, ja, das weiß ich immer noch nicht. Werden wir aber bestimmt auch noch herausfinden in diesem Part. Wenn nicht, dann direkt am Anfang vom nächsten. Und das kann doch nicht mein Ernst sein. Das ist unter meiner Würde. Da vorne haben wir im letzten Part einen Kalberstein geholt. Und wir hätten einfach nur nach links laufen müssen, um diesen hier mitzunehmen. Niemand wird mir das wegnehmen. Kleine Klippenkletterei. Nicht mein Vater! Niemand! So, dann gehen wir nochmal zu dem hier. Und den anderen, den holen wir dann wahrscheinlich dann eher am Anfang vom nächsten Part. Oh, nicht runterfallen. Sobald wir den hier rechts haben. Okay, wir müssen eher runter. Sobald wir den haben, suchen wir erstmal nach den letzten Charakteren. Die noch fehlen. Dort hoch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man dort irgendwie hoch muss. Und dann. Und dort entlang laufen. Nur wo geht es hoch? Hier geht's hoch. So, dann gehen wir mal ganz nach oben. Und geht noch links lang. Ich gucke unten links nebenbei auch noch auf die Minimap. Um einen Charakter zu finden. Ich bin mehr als fähig, das zu erledigen. Aufgepasst! Was ist das denn hier? Da kommt nur her! Wir werden alle sterben! Ja, nicht du. So. Keiner kann sich verstecken. Das war ein großer Fehler. Ja, das war's. Hier, verschwinde. Lass mal da hinten hin. Das Geld hätte ich gern. Oh, oh, oh. Okay. Geben die Geld? Warum hat er gerade kein Geld gegeben? Ja, die geben Geld. Und tot. Ich werde beenden, was ich begonnen habe. So, nehmen wir mit und dann geht es wieder zurück. Die Barrikade dort hinten lassen wir zerstört. Die bauen wir jetzt nicht neu auf. Nur die Tastenräuber schlagen wir aus dem Weg. Und hier haben wir ihn. Das hier gehört mir. Raufer. So, dann. Charaktere. Was ist das denn? Okay, verwendet, das haben wir schon. Hier, Haus vom alten Ben, haben wir.
Das haben wir auch. Da oben ist ein Charakter. Und ein Level. Aber ich glaube, das Level haben wir tatsächlich schon. Wir markieren es uns trotzdem mal, weil ein Charakter ist dort trotzdem. Jetzt noch ein Geschichtenlevel. Und noch ein Charakter. Okay, wir haben jetzt eine Sache markiert, dann geht es erst dahin. Heiß, heiß. Ach, dort vorne, ja. Ja doch, die Geschichtenlevel haben wir alle. Das ist... Okay, ja, das ist das. Haben sich irgendwie ein Fahrzeug spawnen? Nein! Ich hatte gedacht, weil das Mikro... Ach so. Ich dachte, wir fliegen jetzt weg. Ja gut, jetzt haben wir das Schiff gewechselt. Können wir auch gerne mal öfter machen. Jetzt haben wir da einen Miniatur-Todesstern. Aber auch kleinere Fahrzeuge kann man sich wohl nicht spawnen. Schade. Naja, dann laufen wir halt. Auch nicht so schlimm. So, das Geschichtenlevel davon haben wir. Aber ein Charakter ist hier noch irgendwo. Dann müssen wir dann mal ein paar mehr Infos uns anhören wahrscheinlich. Oder wir kaufen einfach welche. Das könnten wir natürlich auch machen. Das werden wir dann auch wahrscheinlich machen. Müssen wir mit dem Salak reden? Ah ne, dort vorne. Dort vorne steht dann Java. Hier. Vorsicht in der... Vorsicht in Nähe von Salakgrube. Mein Droide nicht vorsichtig und hineingefallen. Wird jetzt langsam im Salak-Bauch verdaut. Er nichts mehr wert, wenn Salak ihn... wenn in Salak aufgelöst. Einige imperiale Schiffe laden Epos. Steht für Ein-Mann-Pampe. Sie zwingen gefangene Rebellen, die zu essen, aber bleiben nicht lange im Magen. Wenn wir die an unseren Salak-Freund verfüttern, ich vielleicht Droiden wiederbekomme. Könnt ihr böse imperiale Schiffe zerstören und Epos besorgen? Ach, ja, können wir. Wüste übersät mit imperialen Schiffswracks. Einige müssten noch Epos im Inneren haben. Für Bestie wie Salak, wir brauchen viele Epos. Ja, dann sammeln wir davon mal einige. 5 Stück. Ah ja, gut, dann nehmen wir aber lieber das Fahrzeug hier vorne. Damit sollten wir ein bisschen schneller sein. Ich glaube, wenn ich laufe, bin ich schneller. Aber wenn wir laufen, dann müssen wir auch mehr ausweichen. Hier soll irgendwo ein Wrack sein. Ah, hier. Igitt, dieser Fraß riecht schrecklich. Ich verstehe, warum sich die gefangenen Rebellen beschweren. Und ich dachte, sie seien nur sauer, weil sie gefangen sind und so. Wir laufen lieber. Wir stehen ja, glaube ich, auch irgendwo noch Speeder rum. Dann nehmen wir davon ein, wenn wir einen sehen. So, Nummer 2. Startet direkt ein Rennen, wenn ich das hier nehme? Nein, okay, das können wir fahren, ohne ein Rennen zu starten. So, Nummer 2. Das sind aber alle gerade erst abgestürzt. So, Nummer 3. Ihr Lichtschwert weg. Und Nummer 5. Habe ich eben zu dem da hinten Nummer 3 gesagt? Obwohl das Nummer 4 war? Hm.
Toll. Ah, da vorne. Dumpti-dumpti-du. Und wieder darf ich tonnenweise EPAs rumfliegen. Hoppla, schon wieder das Funkgerät angelassen. Zurück, ich hab ja... Ja, zurück. Okay, wir gehen zurück. Das viele, viele Ipas. Ja, das sollte reichen, um Riesensalakmagen zu verderben und meinen armen Droiden zu retten. Nimm alle und füttere ihn. Ich dachte gerade irgendwie, er springt mit rein. Ein voller Erfolg. Der Plan funktionierte besser als erwartet. Aber wer? Dieser Gestank. Der Droide wirkt. Es kommt vom Droiden. Ich ertrage. Wirkt das nicht. Aber mir sich wirkt vor. Ich sage euch was. Warum nehmt ihr nicht den Droiden als Dankeschön? Ja genau. Ein Dankeschön. Der Stinker gehört jetzt euch. Geschenkt ist geschenkt. Ja, vielen Dank. Gut. Dann nächster Charakter. Nein, ich war doch richtig. Jetzt bin ich falsch. Hier. Also insgesamt wird nur noch ein Charakter angezeigt und der ist hier oben. So, sind wir anscheinend irgendwann mal dran vorbeigelaufen. Weil da oben dachte ich eigentlich, dass wir ja alles abgesucht hatten. Oh, ja. Wie nennt man eine besonders kühle Tatooinerin? Miss Eisley. Verstanden? Wie Mos Eisley nur Miss Eis, weil sie so kühl ist. Ich weiß, sie ist furchtbar. Wenn ich nicht bald ein paar gute neue Witze finde, schlägt der Schiff mich windelweich. Ein Hofnarr, der nicht witzig ist, hat nämlich bald nichts mehr zu lachen. Du musst mir helfen. Es ist ein bisschen ölig ja. In der Wüste, aber in Mos Eisley müsste es einige Spaßvögel geben, denen man Gags stehlen kann. Wenn du also Leute lachen hörst, geh einfach näher ran. Und lass mich über Funk mithören. Ich gebe Bescheid, ob die Witze was taugen. 5 gute sollten reichen, damit ich über die Runden komme. Wovakianischer Komiker. Okay, dann gehen wir nun nach Mos Eisley. Und stehlen Witze. Aber dann kommen wir doch mal wieder. Ja, noch Mos Eisley. Ich dachte eigentlich, dass wir das nicht mehr sehen werden. Willkommen in Mos Eisley. Abschaum und Verkommenheit oder weltoffener freier Markt? Ja? Was hat er gerade seinen Satz mittendrin abgebrochen? Toll. Irgendwie möchte ich eins kurz machen. Ich weiß nicht warum. Ja, Rancor. Ich möchte testen, ob wir auch mit dem... Ey, der hat sich automatisch verwandelt. Ob der Rancor mit irgendwelchen Leuten reden kann. Er rennt aber so schön auf. Er rennt so schön alles platt. Das gefällt mir an dem. Ups, ah, nee, das geht nicht. Wenn ihr den schon kennt. Wie nennt man einen boxenden Protokolldroiden? K.O.P.O. natürlich.
Den kannst du behalten. Stehle ich auf jeden Fall. Aha. Nächster hier vorne ist dran vorbeigelaufen. Einen Witz? Wie wäre das hier mit? Ein aqualanischer Aqualischaner. Ein Mensch und ein frisch renovierter Gongdroide kommen in eine Bar. Und nun, das ist bis jetzt alles. Ich arbeite noch dran. Ja, der wird schon reichen. Bestimmt. Also hier vorne. Hier vorne. Was ist braun und klebrig? Ein in Marmelade gefallener Ewok. Oder Wookie. Oder Banta. Oder jede andere braune Kreatur. Ist das schon ein Witz? Okay, hier stehen viele. Da kenne ich einen Witz. Einer rennt weg. Wollt ihr ihn hören? Also der eine da hinten, der rennt ja jetzt schon sehr weit weg. Der rennt gerade durch die halbe Stadt hier. Der Witz war wohl sehr schlecht. Warum legt man sich besser nicht mit der Wookiee-Armee an? Weil die Haare auf den Zähnen haben. Ich lach mich kaputt. Ja. Okay, der war ziemlich gut. Was haben Sie noch? Dann dort vorne. Nebenbei noch ein paar Sachen zerstören. Lichtschwert weg. Warum holt ihr manchmal das Lichtschwert raus? Das brauchen wir nicht. Weg damit. Nur die Macht benutzen. Hey, denkt ihr, ihr könnt hier einfach reinschneien und die privaten Witze der Leute mithören? Na gut, da ihr echt traurig aussieht, kann ich euch ja einen erzählen. Wie nennt man verfressene Droiden? Gastromechs. Schon gut, da ich selbst Droide bin, darf ich solche Witze machen. Zum nächsten. Ja, hier stehen einige. Ihr kommt gerade recht. Dieser Witz, der ist ein echter Brüller. Jabba der Hutte hatte welchen zweiten Vornamen? Na, der natürlich. Das ist witzig, weil die Antwort in der Frage vorkommt. Ein Witz für euch. Ein Mann geht in eine Bar und sagt, ein Glas Java-Saft bitte. Und alle lachen, weil der ist ausverkauft. Kapiert? Kapiert? Oh je, da haben wir jemanden, der das Wort Witz im Fremdwörterbuch nachschlagen muss. Was gibt es noch? Okay, nächster. Ich kenne keine Witze, aber die Leute lachen mich immer aus, wenn ich meine ernsten philosophischen Fragen stelle. Wie etwa, wann geht den Sith ein Licht auf? Nie. Sie tappen im Dunkeln. Seht ihr? Ich weiß nicht, was an den Sith zum Lachen ist. Gute Arbeit. Mit diesen Witzen kann ich mich für eine Weile über Wasser halten. Und außerdem haben sie meine alte Denkwurmel angeregt. Hier ist ein kleines Beispiel. Wo wohnt Miss Eisley? Moment mal. Okay. Werden wir jetzt auch noch wieder hin zurückgebracht? Nee, ja. Na, vielen Dank auch. Jetzt müssen wir noch selber wieder laufen. Was ist das denn hier? Ist. Okay, keine Ahnung, warum da so ein Punkt war. Zurück zur Jundlandwüste. Hoffentlich werdet ihr unterwegs nicht überfallen.
Ach, Kylo Ren sitzt hier drin, der wird schon nicht überfallen. Traut sich niemand. Ja, das ist die Wüste von Tatooine. Woran habt ihr das erkannt? Am Sand? Es war der Sand, oder? Und dann wird nichts mehr angezeigt. Dann Hinweise kaufen. Und Landwüste, da haben wir das einzige, was es gibt, abgeschlossen. Puzzle. Da fehlt noch etwas. Ja, das dort ganz hinten fehlt ja noch. Hier machen wir kurz das alles weg. Was ist das denn hier? Da fehlt ja noch was. Zwei Sachen fehlen. Kaufen wir beides mal kurz. Die Beute liegt da einfach so rum. Doch, wie komme ich da ran? Vielleicht ist hier irgendwo ein Mechanismus versteckt. Okay, ich glaube, das ist der da vorne. Aha. Okay. Dann... Okay. Was dort vorne ist vermutlich. Also auf jeden Fall. Der versteckte Mechanismus. Dann fehlt ja trotzdem noch ein Kälberstein. Okay, dann hat Kälberstein wohl noch irgendwo anders. Hier gibt es noch so viele. Okay, fangen wir hier mit dem oberen an. Schließt dubioses Domizil in Jakku. Tour 0 ab. Okay. Dafür müssen wir noch auf andere Planeten reisen. Reis nach Mustafa Minenanlage. Reise nach Mustafa. Reise nach Mustafa. Ja, 3PO bekommen wir dafür. Okay. Das sind noch ganz andere Sachen. Ja gut, dafür müssen wir dann wohl einige andere Planeten besuchen und dort Aufgaben machen, die dann mit diesen Aufgaben zusammenhängen. Okay, ich verstehe. Dann... Okay, ja, und hierfür gibt es auch teilweise Kalbersteine. Ja, Tatooine, Jundlandwüste, Jundlandwüste, Tatooine, Jakku. Naja, gut, dann... Ist das Einzige, was wir jetzt direkt noch machen können, ohne den Planeten zu verlassen, dieser Kälberstein hier vorne. Dann werden wir den jetzt in diesem Part auf jeden Fall noch suchen und dann im nächsten Part geht es viel mehr weiter. Leider sind wir hier dann nicht fertig, aber irgendwann dann. Und ich glaube, ich werde dann jetzt auch nicht direkt jeden Planeten absuchen. Wir werden die Mission dann wahrscheinlich irgendwann dann machen, wenn wir da wirklich angekommen sind. Wo ist dieser Mechanismus? Fackel. Um die Fackel bewegen. Ja, hat hier irgendwo ein Mechanismus. Hier ist kein Mechanismus. Oder vielleicht muss der tanzen. Ich das zu erledigen. Aufgepasst. Und jetzt ist offen, jetzt ist heiß. Jetzt ist es immer noch geschlossen. Na komm, hier muss doch irgendwo was sein. Da drin nicht. Und hier drin ist auch kein Mechanismus. Thank you.
Warum wird hier ein Kerberstein angezeigt? Oh, hier geht ein Kabel lang. Und das geht nach oben. Da lang. Aha. Keine Ahnung, wie ich das vorher nicht gesehen habe, aber hier ist der Kerberstein. Heiß. Lauschige Lagerfeuer. Nicht mein Vater, niemand! Okay, jetzt würde ich gerne noch da nach, kurz nach oben gehen. Wenn da schon ein Kerberstein angezeigt wird. Ah, hier geht's hoch. Wie viele haben wir denn gerade? Okay, können wir, wenn wir den jetzt einsammeln können, dann sind es 33. Und einen anderen bekommen wir dann durch eine andere Aufgabe, wodurch wir erstmal mehrere, also wofür wir erstmal mehrere Planeten besuchen müssen. Nee, jetzt wird hier nichts mehr angezeigt. Oder? Ist ja noch ein bisschen weiter hinten, glaube ich. Doch, da wird noch was angezeigt. Ich sehe das. Genau hier oben drauf. Hier geht's hoch. Man sieht das ganz schwach auf der Minimap. Ah, das ist ja die falsche Richtung. Okay, keine Ahnung. Da. Hier ist auch irgendwas. Ja, das ist wahrscheinlich. Keine Ahnung, was das ist. Na gut, aber ich denke mal, hier beende ich dann jetzt erstmal den Part und dann bis zum nächsten Mal.